Also die Frisur, das ist ein geflochtener Dutt. Anfange tue ich indem, dass ich den vorderen Teil am Oberkopf abteile und separat nochmal wegstecke, damit man zum Schluss am Oberkopf ein bisschen mehr Volumen hat. Dann nehme ich Bürschen und mache einen hohen Pferdeschwanz. Dann nehme ich einen Haarkopf und mache halt eben einen ganz normalen Pferdeschwanz. Dann nehme ich das Duttkissen, ziehe das einmal durch, lege das dann schön drauf und nehme nochmal meinen Kamm oder meine Bürsten eben und lege die Haare sauber drüber, dass der Donut versteckt ist. Genau. Und dann fange ich an, vorn zu flechten. Ganz locker flechten, nicht zu streng, weil sonst sieht man dann das Kissen. Und man braucht ein bisschen, es muss ein bisschen lockerer sein, damit man die Nadeln besser reinstecken kann. Genau, dann flechte ich das einmal locker rum, mache dann einen Haargummi rein, dass man nicht aufgeht. Und mit so Postichnadeln oder mit so Schirberl befestige ich die dann, dass man das Kissen versteckt. Und den Rest, den zwirbel ich einfach unten mit rein, verstecken. Genau, und dann kommt der vordere Teil. Den mache ich dann auf. Und tupiere mir dann einfach zwei Partien. Man kann das gesamt nehmen, aber ich mache jetzt das so, dass ich halt zwei Partien abteile und das tupiere, damit man eben vorne ein bisschen Volumen zusammenbringt, vor allem bei der Bernie, damit sie dann, wenn sie die Krone aufhat, schaut das einfach schöner aus, wenn das vorne einfach ein bisschen erhöht ist. Genau. Dann stecke ich das einfach auch dann noch fest und die restlichen Haare versuche ich auch nochmal unter das Duttkissen oder unter das geflochtene Reih zum Arbeiten. Allein ist ein bisschen schwierig. Man kann es natürlich mal probieren, aber es ist vielleicht gescheiter, wenn es eine Freundin oder die Mama macht oder halt einfach, wenn es dann bei uns vorbeikommt. Wir können euch das nochmal in Ruhe sorgen, nochmal erklären und gern für andere Personen sind wir jederzeit bereit. Ja.